Ja, jetzt bin ich wieder in der Stadt. Genauer gesagt am Kapitelplatz beim Dom. Genau, beim Dom. Da hinten mit den Pferdeschwämmen. Und heute ist Verkabeln, der Verein, wieder draußen. Gleich da beim Postamt. Hier. Da hinten die kleinen Ameisen, was ihr gesehen habt, die gelben Verkabler. Die schauen halt, dass sie so viele Briefe wie möglich an den Bundeskanzler Sebastian Kurz abgeben können. Und umso mehr Leute heute kommen und den Brief abgeben, umso mehr Gewicht hat es halt vor dem Parlament, sich fürs Verkabeln einzusetzen. Wer das, nur das Stichwort Verkabeln bei mir auf CryptoTV jetzt nur das erste Mal hört, noch nie was von den Verein Verkabeln gehört hat, schaut sich einfach das letzte Video da von mir an. Ja, ich schau mal einfach hin, okay? Die Verkabler. Fragen wir mal, was los ist. Huh? Sind wir nicht geschamig? Fahren kostet ja nichts. Grüß euch. Da muss ein Schlange stehen, ein richtiger Schlange. Genau, ein Schlange stehen. Und jeder gibt die Briefe an. Was habe ich gehört? Jetzt gibt es halt Briefe ab. Ja, wir geben. Heute geht's los. Darf ich die auf Kamera aufnehmen? Ja, sicher, mit der ist immer aufnehmen. Das ist super. Okay. Und heute sind alle massig Briefe an Sebastian Kurz, unseren Bundeskanzler. Ja, genau. Und an die Frau Leonore, Dr. Leonore Gewessler. Die Gewessler, ja. Ja, genau. Ja. Da schickt man. Aha. Alles hin. Hans, wie schaut's aus? Ja, gut. Habe ich bei der Hammer? Ja, dann schauen wir mal. Ha? Bis noch mal. Bis Gott, Herr Franz. Das ist der Vereinsgründer, der Franz Fuchsberger. Den haben wir kurz in meinem vorigen Video mal am Anfang ein paar Fragen stellen können. In der Hand. Ja, du bist von Advent, glaube ich. Ja, genau. Du bist von Advent? Ja. Du, ihr habt doch diese genialen Poster gehabt. Landes Hauptmann, oder? Ja, der wäre Decke mal. Ja, ich brauche das eins noch. Wir haben ja noch fünf. Das ist sechs. Sie haben schon einige Briefe in der Hand, die dann abgegeben werden. Schauen wir mal, ob es ein paar tausend werden. Ich hätte mir mal bei der Unterschriftenliste angeschaut, was auf der Homepage von dem Verein ja auch zum Anbieten gibt. Da sind wirklich extrem viele Menschen schon angemeldet, wenn die alle halt zum Beispiel schon Briefbringer kann man auch schon gemacht. Ja, auf dem Weg zum Eisessen hat sich in der Zwischenzeit da vor der Post einiges getan. Naja, ist aber nur eine Viertelstunde vor Beginn. Okay dann, bis dann. Wir haben also alle unsere Briefe mit
Und wir warten jetzt nur 10, 15 Minuten, bis wir weitere Leute eintrudeln und dann, ich werde es nochmal durchsagen, dann werden wir uns da anstellen beim Großen Amt und die nach und nach aufgehen. Aufgeben, sodass die Medienvertreter, die da sind, das auch gut einfangen können, eben unsere konzertierte Briefaufgabe an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesumweltministerin Leonore Gewessler. Wie gesagt, in circa 10 Minuten, wir warten noch, bis wir ein bisschen mehr werden und dann werden wir uns da die Schlange bilden. Und während wir da anstehen und warten, werden wir Kundgebungen noch machen und die nächsten 1,5-2 Stunden uns da eine gemütliche, lustige Zeit machen. Bis gleich. Bewegung. Wir möchten uns nicht einfach als Stromgegner oder 380 kV-Gegner bezeichnen lassen, das sind wir nicht. Was wir sind die Bevölkerung, die eines will, eine moderne Variante für den Stromtransport und das ist ein Erdkabel. Und genau das haben wir unserem Bundeskanzler und auch der Frau Gewessler als Umweltbundesministerin in den Brief hineingeschrieben, dass wir der Meinung sind, dass wir als eine Bevölkerung eines der reichsten Länder auf dieser Welt, für das wir auch hart arbeiten, es uns verdient haben, oder uns jedenfalls nichts Schlechteres verdient haben, als dass der technische Fortschritt, den wir uns Menschen entwickeln, auch für uns selber eingesetzt wird. Nicht nur, um den Gewinn zu maximieren, sondern auch, um unser Leben zu verbessern und auch die Umwelt zu schonen. Und in der und auch dafür wollen wir eben darauf bestehen, dass wir ein Erdkabel kriegen. Das Erdkabel ist eine technische Innovation, es ist eine technische Verbesserung, die Freileitung hingegen, die seine Nachkriegstechnik, die es seit über 100 Jahren gibt, unverändert eingesetzt wird, nur weil es am billigsten ist. Und nachdem wir wissen, dass die jetzt spezifisch die Salzburg-Leitung ja nur zu weniger als 30% wirklich für die Versorgung des Bundeslandes Salzburg, der Stromversorgung von Salzburg ausgelegt ist und zu über 70% für den internationalen Stromtransport verwendet wird, wo wir nichts dagegen haben. Es ist ja in Ordnung, wenn der Verbund sich Geld zuverdient durch Stromhandel, aber bitte nicht auf unsere Kosten, sondern dann wollen wir, wenn die guten Gewinn machen, dass sie ein bisschen was davon in die Hand nehmen und vielleicht ein bisschen mehr investieren und das Kabel eingraben.
Und ich habe in die Briefe reingeschrieben. Und diese Briefe werden in großer Zahl, eine kleine Abkürzung unserer Unterstützung ist halt unsere Unterstützer, ihr seid heute da. Die meisten geben ihre Briefe auf ihren eigenen Postämtern ab. Es werden wieder über 5000 Leute diesen Brief heute absenden und am Montag wird es in Wien an den Posteingangsstellen am Bundeskanzleramt und am Radetzkyplatz rund gehen. Und das ist gut so. Wir haben auch gefordert, dass wir, oder ich möchte was anderes erzählen, bevor ich zu dem komme. Ihr habt vielleicht heute die Krone-Zeitung gelesen. Da ist ein Bericht drin, der war auf den ersten Blick niederschmetternd. Es sieht so aus, als ob die Masten im Bongau bereits unmittelbar vor der Aufstellung sich befinden. Die gute Nachricht ist, das stimmt nicht. Also wir haben, ich habe sogar mit dem Journalisten, der einen Artikel geschrieben hat, heute telefoniert, eine Stunde vor der Veranstaltung heute. Und er war der Meinung, dass diese Mastenteile, die er da abgebildet hat, tatsächlich von 380 kV-Masten sind. Aber es sind Masten von einer 110 kV-Anlage. Das ist also ein anderes System. Es hat nichts mit der 380 kV-Freileitung zu tun. Es kommt so rüber. Also, liebe Mitstreiter, lassen wir uns nicht verdrießen. Denn das ist genau die Politik, die sie seit Anfang an machen. Sie versuchen uns einzureden, dass es schon viel zu spät sei. Und dass man eh nichts mehr machen kann. Und man soll sie nicht lächerlich machen, weil man hätte schon vor 10 Jahren was tun müssen. Und vor 10 Jahren, ich persönlich bin vor 10 Jahren zum ersten Mal auf dieses Thema gestoßen. Und wenn ich argumentiert habe gegen diese Freileitung und für ein Erdkabel, dann hat man mir gesagt, Herr Franz, was willst du denn? Das ist ja schon vorbei, da hätten vor 10 Jahren da sein müssen. Ja? Und so geht es immer. Also man versucht es so darzustellen, als ob es schon vorbei wäre. Es ist tatsächlich kurz, also wir stehen 3 Minuten vor 12, das ist ein Faktum. Und wir müssen uns jetzt wirklich auf die Vorderfüße stellen. Wir müssen als der Souverän dieses Staates unseren gewählten Vertretern in der Bundesregierung zeigen, was wir wollen. Darum ist es so wichtig, dass wir letzte Woche über 1000 Leute hier in Hartberg mobilisieren konnten. Das war ein Wahnsinnszeichen. Und es ist auch wichtig, dass wir das heute hier sehen und eindeutig ausdrücken, dass wir nicht mehr gewillt sind, eben diese Freileitungsungetüme uns vor die Nase setzen zu lassen, sondern eine moderne Technologie fordern. Und jetzt würde ich euch ersuchen, stellt wir uns an und fangen an, die Briefe aufzugeben, dass wir genau einen Meter Abstand halten, nicht vergessen, weil es ist Fernsehen da, es sind Fotografen da, wir wollen das Bild zeigen, wie wir die Bevölkerung den Brief mit der Bundeskanzler und der Bundesministerin aufgeben. Bitte holt das Frühstück, alle. Wir sind schon da, wir sind auf der Kampfkota. Bitte schnitt euch alle hin, dann kannst du einfach Züge gehabt oder nicht. Ja, ja, kein Stress. Ich fühle nämlich das Bild aus. Der früh ein bisschen Lärm auch machen. Ja, unbedingt. Thank you.
Ich will das mal sagen. Ich habe zu meinem Herrn Franz Fuchsberg gehört, was ihm so anliegt, eben dass Briefe versendet werden zum Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wer heute nicht dabei war, braucht sich ja nicht ärgern. Die Postämter gibt es ja nicht nur dieses hier. Es gibt überall bei euch ein Postamt. Das muss ja nicht heute sein, es kann ja am nächsten Montag sein, dass ihr einen Brief aufgibt. Zumindest wenn es euch wichtig ist, könnt ihr sagen, ihr habt es jetzt halt verpasst, sondern ich könnte es auch nachholen. Und vielleicht eins noch zu erwähnen, viele haben jetzt oft Angst, vielleicht auf solche Veranstaltungen wie diese hier zu gehen, weil vielleicht die Antifa oder andere Unruhestifter da sein könnten. Da braucht es keine Angst haben. Ihr seht, die Polizei ist auch hinter uns. Bei solchen Veranstaltungen, die schützt dann immer vor solchen Terroristen wie die Antifas oder anderen Subjekten. Okay, dann eine lange Rede, kurzer Sinn von dieser Veranstaltung bei Verkabeln. Nicht vergessen, setzt mal einen Brief vielleicht zu eurem Postamt ein. Bis dann, bis zur nächsten Veranstaltung. Ob Stand Up to Love Spaziergang oder wie auch immer, gell? Tschüss. Beim Heimgehen jetzt von der Verkabelungsaktion sieht man die auf den Weg. Was man auch davon halten will. Da halte ich mich jetzt neutral. Okay dann, schönen Tag haben wir heute wieder erlebt in Salzburg. War eine tolle Aktion von Verkabeln, finde ich wichtig, wenn man Briefe an den richtigen Stellen schickt. Da kann der Landeshauptmann oft weniger machen, als wie gleich bei einem Bundeskanzler anzuklopfen. Nun gut, jetzt habt ihr eben auch nochmal, möchte ich es erwähnen, die Polizei ist da, sie hilft. Wir haben es, wie schon erwähnt, selbst erlebt. Wir haben die Polizei angerufen, zack, die war in 5 Minuten da und hat die einkassiert gehabt vor ein paar Tagen. Also, keine Sorgen, gell? Somit nehmt jede Chance wahr, wo es draußen für eure Rechte einstehen könnt. Lebt nicht in der Angst, vor der Angst. Wie gesagt, wir sind viele. Okay, tschüss.